So, hallo, und ich will euch heute mal zeigen, wie man eine Minecraft Server mit 1.7.10er Plugin, beziehungsweise generell 1.7er Plugins auf 1.8 upgraden kann. Aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es noch keine Bugged-Version der Version 1.8. Allerdings gibt es einen kleinen Workaround, wie man mit 1.8 auf 1.7 Server joinen kann, beziehungsweise sogar mit einigen Plugins, zumindest ein paar Features von 1.8 nutzen und genießen kann. Zum einen haben wir hier mal das, ja, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, um das Ganze zu tun, ist Zweigert. Nachdem das Ganze für 2, 3 Monate gesperrt war, beziehungsweise durch den kleinen Beef mit Mojang und irgendwelchen anderen Firmen, beziehungsweise generell Mojang und im Prinzip alle Plugin-Schreiber oder einige Plugin-Schreiber und vor allem die Macher von Bucket, Spygod und Co. Mussten die leider alle ihre Builds offline nehmen. Es ist zwar sehr eigenartig, wie das Ganze passiert ist, aber egal. Auf alle Fälle, das Ganze wird ein eher kurzes Tutorial, beziehungsweise ein eher schnelles, mit viel Infos in kurzer Zeit. Und ja, also ihr braucht auf alle Fälle die letzte Spygod-Version 1649. Dann hier oben geht er auf Patched. Da holt ihr euch, ich bin leicht überrascht, dass es jetzt schon eine Mission gibt. Okay, den Patcher. Beziehungsweise hier unter Patched findet man die BPS-Dokumente. Das sind praktisch die Patch-Files als Rohdatei, mit der ihr allerdings noch nichts anfangen könnt. Deswegen braucht ihr noch einen Patcher. Und das ist der Spygod-Patcher. Was genau jetzt übrigens die Unterschiede sind, kann ich jetzt selbst nicht sagen. Auf alle Fälle, das ist zwar einmal der neuere Spygod Patcher 4, den nutze auch ich und damit läuft das Ganze auch. So, die Patches, klar gibt es natürlich wieder ein bisschen ältere und neuere, das ist ganz normal. Ja, auf alle Fälle braucht ihr eine BPS-Datei, einen Patcher und natürlich noch die Spygod für die 1.7.10. Als nächstes haben wir hier mal die ganzen Sachen hier, das können wir löschen. Die Spygod, den Patcher und die Datei fürs Patchen. Wir starten zuerst mal die Spygod-Patcher. Der braucht ein bisschen starten. Na, beim zweiten Mal geht's relativ schnell. Genau, hier braucht man die originale Spygod.jar. Hier steht es auch nochmal hinter Build 1649. Das importieren wir hier. Das Patch-File haben wir auch schon drin. Und die Output-Jar. Ob das Ganze jetzt übrigens verbuggt ist oder einfach nur ein bisschen eigenartig, weiß ich nicht. Also auf alle Fälle, man muss es irgendwie da öffnen, beziehungsweise kann es öffnen. Wir nennen das Ganze einfach mal Spygod.jar. Also eigentlich sollte es vielleicht eher dann, also man muss eigentlich nur einen Namen auswählen, unter was das Ganze dann, oder wo das Ganze gespeichert werden soll und unter welchem Namen. So, und wenn wir das gemacht haben, müssen wir nur noch auf Patch klicken. Und kurz warten, genau, dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder es hat funktioniert. Ihr Fall ist patched und verified. We hope you enjoy using Spygod. Das ist praktisch die Meldung, dass das Ganze funktioniert hat. Dann habt ihr jetzt hier eine neue Spygod.jar, welche ihr ganz normal verwenden könnt. Und zwar können wir es gleich mal testen. So. Ich schiebe mal hier mal rein. Die Start.bat müssen wir schauen. Also müssen wir noch. Spygod.jar. So. Dann starten wir das Ganze mal. Genau, da kommt eine kleine Fehlermeldung, beziehungsweise erst eine Fehlermeldung, eine Warnung. Hier muss man Ja eintippen. Oder man kann einfach gar nichts eintippen, ist auch gut. Genau. Und ich kann nichts eintippen, aus welchem Grund auch immer. Gut. Genau, dann hat man den Server einmal, wie gesagt, dann hat sich der Server einmal gestartet. Zumindest zur Hälfte. Und da muss man folgendes machen. Hier steht im Prinzip alles drin. Bei Dedicated Servern ist es allerdings das Problem, dass die Fehlermeldung nicht kommt, beziehungsweise das Ganze gleich sofort schließt. Auf alle Fälle hier muss erstmal die Euler.txt bestätigen. So, Euler auf True, speichern, schließen.
Und nochmal starten. So, und dauert es eine Weile, beziehungsweise die kleine Meldung da oben, die kam, wo man ja nein klicken kann, ist dafür da, weil es weigert die Art der, also ich kann es gerade nur was nachlabern, deswegen kann ich jetzt sagen, ob es hundertprozentig richtig ist, aber auf alle Fälle, es weigert, verändert die Art, wie die Dateien gespeichert werden, beziehungsweise ich denke mal, es geht vom Cache aus. Und das Ganze ist halt so, dass es halt angeblich, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann oder was mir trotzdem immer funktioniert hat, dann nur noch der Server mit Spygot gestartet werden kann. Wie gesagt, ich habe auch schon gewechselt zwischen beiden Sachen, vielleicht nicht gerade sinnvoll, aber es geht auch trotzdem noch. So, dann hat sich der Server gestartet, wir haben hier unsere Plugins, die wir reinziehen können und das Ganze läuft, also es laufen alle Plugins mit 1.7, die halt normal auch auf 1.7.10 laufen würden. Und ansonsten hier Starting Microsoft Server Version 1.7.10. So, genau, und das war's eigentlich im Prinzip. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.